Nun freue ich mich sehr, Katrin Bertschi als Speakerin von unserem heutigen Eröffnungsmorgen zu begrüßen. Sie ist Nationalrätin der Grünliberalen Partei, wird über die Revision des Bundesgesetzes zur öffentlichen Beschaffung berichten. Wir hatten ein spannendes Vorgespräch und das lässt wirklich auf einiges hindeuten, wie es da weitergeht. Ich freue mich jetzt sehr, dass du da kommen konntest, trotz deinem sehr engen Zeitplan in der Politik. Von dem her herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung. Es ist ein Gesetz, das mich sehr interessiert. Und ich habe mit Freude das jetzt vorbereitet. Aus Sicht einer Partei, die Innovation und Nachhaltigkeit, aber auch Wettbewerb hochgewichtet, ist das ein wichtiges Regelwerk, weil billig für uns nicht immer, ist langfristig eben nicht immer günstig und das ist für uns sehr relevant. Wir sind darum gut beraten, wenn wir bei öffentlichen Beschaffungen neben dem Preis und der Qualität der Leistung in Zukunft auch die Kriterien der Nachhaltigkeit und innovative Prozesse berücksichtigen. Das scheint auf gutem Weg zu sein. Es geht hier um viel, es geht um Wettbewerb, es geht um den effizienten Einsatz öffentlicher Mittel, sind jährlich rund 40 Milliarden Franken. Ein Korruptionsrisiko und das Risiko für Wettbewerbsabsprachen, das wir tief halten möchten. Und transparente und wirksame Regeln, die wir festlegen wollen, damit die Beschaffungen so erfolgen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren im Nationalrat und ich mag mich erinnern, das Geschäft war schon an meiner ersten Session ein Thema. Schon damals sind Lobbyistengruppen auf mich zugekommen. Das komme jetzt dann bald und ob sie mit mir sprechen und das vorbereiten dürfen. Das hat sich über die ganzen 7 Jahre so durchgezogen. Es zeigt, dass starke Interessengruppen oder eben wichtige Interessen auch dahinter verborgen sind. Wir hatten beispielsweise Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, die natürlich darauf gedrängt haben, dass wir die Nachhaltigkeit im sozialen und ökologischen Bereich stärken und Arbeitsbedingungen auch berücksichtigen in anderen Produktionsländern und diese verbessern. Wir hatten so ein bisschen die Heimatschützer, die Protektionisten, die selber nicht so sehr daran interessiert sind, dass Wettbewerb herrscht, sondern dass öffentliche Gelder primär an Aufträge in Schweizer Firmen und dann in ihre Branchen fließen. Wir haben natürlich die Anbietergruppen, Ingenieure beispielsweise, die auf einfache Prozesse drängen, aber dann eben auch dennoch transparente, klare und sehr faire Regeln wollen. Es ist so ein bisschen ein Aushandeln. Und die Kantone, der Bund selber, die ein WTO-kompatibles Gesetz wollen, für sich selber der Einfachheit, aber lieber auf die Geheimhaltungsregeln bei den Dokumentationen verzichten, was uns aber wichtig ist, wenn es um Beschaffungsskandale geht, aber eben sie möchten, dass das lieber nicht an die Öffentlichkeit dringt. Und öffentliche Unternehmen, die selber lieber nicht dem Gesetz unterstellt werden sollten, das waren vielleicht so die Interessen, die wir angetroffen haben. Nun, wo steht die Revision? Seit der Botschaft des Bundesrates fanden die Anhörungen und die Beratungen in der Wirtschaftskommission des Nationalrates statt. Wir hatten das Geschäft an 9 Sitzungen traktandiert, das waren 35 Stunden Beratung, ist also vergleichsweise ein großes Geschäft. Ich habe gezählt, es waren 141 Anträge, über die wir befunden haben. Wir haben am 13. Juni die Erstberatung gemacht im Nationalrat. Und es gibt ganz viele Aspekte, die sind geklärt und bereinigt und für mich sind es mehr, als ursprünglich zu vermuten war. Es gibt aber Änderungen, Streitpunkte, die der Nationalrat im Vergleich zum Bundesrat beschlossen hat und die jetzt im Zweitrat, im Ständerat, wo das Geschäft zurzeit in der Kommission beraten wird, wahrscheinlich abweichend zum Nationalrat wiederum beschlossen werden. Das sind die politischen Streitpunkte, die ich Ihnen vorstellen möchte, wo das Geschäft steht. Wir hatten zum Beispiel das Öffentlichkeitsprinzip, die Geheimhaltung in Artikel 49 Absatz 3, dass die aufbewahrten Unterlagen der Geheimhaltung unterstehen sollten. Das war im Entwurf des Bundesrates so vorgesehen. Das war, vor einem Jahr war das eine große Diskussion und aus Sicht der Wirtschaftskommission ist das aber völlig ein klarer Fall. Das kommt nicht in Frage. Wir haben das einstimmig so beschlossen in der Kommission und das wurde im Rat gar nicht einmal mehr diskutiert.
Es gab keinen anderen Antrag. Wir haben das so einstimmig beschlossen. Das Ziel des Gesetzes, die Korruptionsbekämpfung, es ist notwendig, wenn wir das Ziel umsetzen wollen, dass wir diese Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen. Nach meiner Einschätzung ist das geklärt und der Ständerat wird nicht mehr darauf zurückkommen. Wir haben einen offenen Punkt bei den Ausstandsregelungen. Da sehe ich noch keine Verbesserungen in Sicht. Ich befürchte mit der Bundesratsfassung einen Rückschritt in Sachen fairen Wettbewerb. Die Ausstandsregeln sind ein zentrales Element für die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand bei der Korruptionsbekämpfung. Und es ist wichtig für die Gleichbehandlung der Anbieterinnen, indem eben am Entscheidungsprozess keine Personen teilnehmen, die in einer Art befangen sind. Und was der Bundesrat vorgeschlagen hat, das weicht von den allgemeinen Vorgaben im Verwaltungsverfahrensgesetz ab. Es ist einschränkend, da ein unmittelbares persönliches Interesse verlangt wird. Und gemäß Botschaft des Bundesrates muss sich die Befangenheit sogar konkret auf den Beschaffungsvorgang auswirken. Und das ist nicht klar, wie das bewiesen werden kann. Ich habe Bedenken, dass das eine gefährliche Aufweichung sein könnte. Und es ist nicht gelungen in der Kommissionsarbeit, das zu verbessern. Wir konnten die rechte Ratshälfte nicht überzeugen. Es gab eine Formulierung aus der Kommission. Und es gab auch eine Minderheit und einen Einzelantrag auch im Rat, aber beides ist nicht gelungen. Man wollte das maßgebend für die Konzeption, eigentlich Artikel 10 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist der Anschein der Befangenheit. Dort sind wir noch nicht so weit. Das wurde abgelehnt und ebenfalls nicht angenommen wurde ein Antrag, dass Angebote von Anbietern, die in einem ausstandsbegründeten Verhältnis zu einem Jurymitglied stehen, ausgeschlossen werden können oder ausgeschlossen werden sollen. Das ist sogar, was vorgeschlagen wird seitens der Gemeinden und Kantone. Ich meine, man sollte das ausschließen. Es kann nicht sein, dass Jurys regelmäßig ihre Arbeit nicht mehr machen können, weil irgendein Angebot in einer Befangenheit zu einem Jurymitglied steht, dann blockiert das die ganze Jury. Aber das ist nicht gelungen bisher, das zu korrigieren. Das wird noch einmal aufgenommen werden, nehme ich an, in der Kommissionsarbeit des Ständerats. Ich bezweifle aber, ob das verbessert wird, jetzt in unserem Sinn. Dann haben wir bei der Nachhaltigkeit Fragen zu klären gehabt. Es war ja lange unsicher, ob wir das reinkriegen überhaupt, die Nachhaltigkeit in Zweckartikel des Gesetzes verankern können. Das hat auch in der Kommission mehrere Runden gebraucht. Wir hatten jene Kreise, die statt Nachhaltigkeit lieber Protektionismus und Heimatschutz verankern wollten, und dann hatten wir letztendlich nach der Erstberatung eigentlich einen inkonsistenten Entwurf vorliegen. Und es ist dann gelungen, diese Kreise davon zu überzeugen, dass wenn inländische Angebote ja natürlich nachhaltiger sind, dass man über die Nachhaltigkeit auch ein bisschen Heimatschutz verankern kann. Und so ist das dann aus der Kommission in den Rat gekommen, dass wir den Zweckartikel inklusive Nachhaltigkeit verankern können. Das wurde also in der Debatte so entwickelt und hat gedauert. Im Rat selber war das nicht mehr bestritten, glücklicherweise. Was aber noch unklar ist oder für mich ungenügend, die Spezifikation von Nachhaltigkeit, also dass das dann in weiteren Artikeln verankert ist, das ist aus meiner Sicht sehr dürftig. Wir haben nur wenige zusätzliche Orte, die die Nachhaltigkeit konkretisieren. Und das Problem ist dann, ein Zweckartikel hilft zwar bei der Auslegung eines Gesetzes, aber er prägt die konkrete Anwendung nicht, oder? Wenn keine entsprechenden Pflöcke eingeschlagen werden. Und das gilt namentlich im Hinblick auf den Rechtsschutz. Wegen einem Zweckartikel wird sich kaum ein Anbieter durchsetzen können, dann vor Gericht, nur weil er ein nachhaltigeres Angebot eingereicht hat. Das reicht wie nicht. Wir haben jetzt drin die soziale Nachhaltigkeit, dass Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit eingehalten werden müssen. Wir haben technische Spezifikationen drin, dass Spezifikationen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen vorgesehen werden können.
aus meiner Sicht reicht das nicht, aber es wird sich wahrscheinlich nicht verbessern. Deshalb haben wir versucht, in der Auslegung, in den Materialien, also in der Ratsdebatte möglichst viel zu verankern, weil das dann auch relevant sein wird für die Ausführung der Verordnungen und wie das Gesetz angewandt wird. Was aber gelungen ist, ist, dass die Kann-Formulierung bei den Zuschlagskriterien keine Kann-Formulierung, sondern eine zwingende Bestimmung ist im Moment, dass wir nämlich berücksichtigen bei den Zuschlagskriterien zwingenderweise die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Lebenszykluskosten. Für mich als Grünliberale ist das sehr wichtig. Ich nehme aber an, dass diese zwingende Bestimmung wieder zur Disposition gestellt wird. Also ob das eine Kann-Bestimmung ist oder eine zwingende, das ist noch nicht sicher. Wir hatten die Diskussion um Heimatschutz und Protektionismus und vieles ist gelungen, auszuräumen bis zur Ratsdebatte. Es gab aber dann auch noch so Ideen, die plötzlich eine Mehrheit gefunden haben, weil sie noch als Einzelanträge vorlagen oder weil sie überraschenderweise halt eine Mehrheit gefunden haben. Einer dieser Ideen ist, dass wir bei den Zuschlagskriterien noch die unterschiedlichen Preisniveaus der verschiedenen Länder gewichten sollen und irgendwie auf Basis von öffentlichen Statistiken und dann steht der Bundesrat, regelt die Einzelheit. Das ist natürlich, das kann man nicht umsetzen. Und das ist auch nicht kompatibel mit dem WTO-Recht. Also das ist wie, das darf da nicht rein und es ist jetzt im Moment mit einer Mehrheit ist es reingekommen. Eine rechte Mehrheit und ich nehme sehr an, dass die Chambre de la Réflexion hier ihre Überlegungen machen wird im Zweitrat. Aber es hat auch lustige Dinge drin im Moment. Wir hatten eine spannende Debatte zu den Schutzgebühren. Und zwar war das gar keine Kommissionsdebatte vorher, weil die Schutzgebühren nämlich nicht im Gesetz geregelt sind. Und dann gab es einen Einzelantrag, dass man die eben per se verbieten sollte. Und im Rat wurde dem zugestimmt, auch wenn wir das in der Kommission nicht besprochen hatten. Aber Schutzgebühren wirken eben diskriminierend, können marktverzerrend wirken. Sie können ihrem Zweck und ihrem Umfang willkürlich sein und Klein- und mittlere Betriebe systematisch vom Markt ausschließen. Das darf eigentlich nicht Ziel sein. Dieses Gesetzes und dieser Verfahren sein. Und es wird dann begründet, dass Schutzgebühren im Anschluss dann ein Eingabeverfahren zurückerstattet werden. Aber wir fanden das nicht fair, sondern willkürlich. Man könnte das sicher auch in einer Verordnung regeln, aber es wurde jetzt im Gesetz geregelt und es ist davon auszugehen, dass der Ständerat sich dem anschließen wird. Also ich nehme an, dass Schutzgebühren in Zukunft verboten sind. Dann hatten wir noch die Einhaltung der Teilnahmebedingungen bei Dumpingangeboten. Das wurde jetzt mal so aufgenommen in der Ratsdebatte, war ursprünglich nicht so vorgesehen vom Bundesrat und wird sicherlich schwierig umzusetzen sein, dass man bei Angeboten, die einen ungewöhnlich niedrigen Preis haben, dass dort die Anbieterin zwingende Erkundigung, die Auftraggeberin zwingende Erkundigungen einstellen soll, ob die Teilnahmebedingungen eingehalten werden. Der Nationalrat würde das gerne regeln, mit einer Mehrheit. Die Verwaltung ist der Ansicht, das ist nicht umsetzbar und das ist noch offen im Ausgang. Die Kommission im Ständerat wird darüber beraten. Eine spannende Frage, wo wir noch nicht weiter sind, ist die Unterstellung der öffentlichen oder von der öffentlichen Hand dominierten Unternehmen. Das ist nicht klar, was wir da machen. Zuerst war es eine enge Fassung vom Bundesrat. Die Kommission wollte dann weitere unterstellen und hat mal alle reingenommen. Es war aber auch klar, dass das eigentlich so nicht geht. Wir sind dann wieder davon abgerückt in einer Mehrheit und haben eine Liste erstellen lassen der verschiedenen Unternehmen, welchen Monopolgrad sie jetzt haben. Also dort, wo zum Beispiel die PostFinance im Wettbewerb steht mit anderen Banken, dort möchte man sie nicht dem Beschaffungswesen unterstellen. Dort, wo sie aber Beschaffungen im Monopolbereich, wo kein Wettbewerb herrscht,
vorgenommen werden. Dort möchte man natürlich diese Unternehmen diesem Gesetz unterstellen. Und wir hatten eine Liste mit dem Anteil der Wettbewerbstätigkeit all dieser Unternehmer, dieser Unternehmen. Und teilweise steht da, die sind zu 100% im Wettbewerb tätig. Und das macht juristisch, fanden wir, kann das eine korrekte Einstufung sein. Ökonomisch habe ich da persönlich Bedenken. Wir haben hohe Bundesbeteiligungen bei diesen Unternehmen, sind ehemalige Staatsbetriebe darunter. Sie haben eine Nachfrage gemacht, dass sie sich wie Monopole quasi verhalten können. Und deshalb überzeugt uns die Auslegung noch nicht. Und das ist eine Frage, die der Zweitrat vertiefen wird. Also wir haben im Nationalrat, das gibt es manchmal, wir mussten das Gesetz fertig beraten, die anderen Punkte waren alle geklärt und das war so die offene Frage, wo wir einfach nicht wussten, wie vorgehen. Und wir haben jetzt diese Aufgabe dem Ständerat übertragen. Und wie lange er für das braucht, das ist wie so ein offener Punkt, der dann auch darüber bestimmt, oder wie lange dieses Gesetz noch braucht, bis es letztendlich abgeschlossen werden kann. Das weitere Vorgehen vielleicht noch. Ich habe jetzt nicht alle strittigen, aber ich glaube die meisten und wichtigsten oder interessantesten rausgepickt. Der weitere Zeitplan ist ja so, das Gesetz gilt jetzt dann für den Bund, es ist aber eine konsensuale Rechtsprechung für Bund und Kantone. Das ist ein gemeinsames Regelwerk und es wird eine Harmonisierung der Beschaffungsverordnungen geben und einen einheitlichen Vollzug. Also Sie sagen, es ist gemeinsam, aber autonom, so eine Spezialität in unserem föderalen Land. Das BÖB wird für den Bund gelten und dann gibt es die interkantonale Vereinbarung über das Beschaffungswesen, die gilt dann für Kantone und Gemeinden. Im Bundesgesetz steht dann, dieses Gesetz bezweckt. Und in der Vereinbarung ist der gleiche Artikel und steht dann diese Vereinbarung bezweckt. Das sind so, wie wir das einzuführen gedenken. Im Moment laufen die Beratungen in der Wirtschaftskommission des Ständerates. Die hatten zwei Sitzungen bereits nach der Junisession, eine Anhörung und sie haben begonnen mit der Beratung. Und je nachdem, wie rasch sie vorankommen und die öffentlichen Unternehmen, die Unterstellung spielt da eine Rolle. Ich nehme an, wahrscheinlich kommt das Gesetz im Dezember in die Ständeratssession und dann wird es Differenzbereinigungen geben. Wenn Sie sich dem Nationalrat anschließen, in großen Teilen, und eine gute Lösung vorschlagen für die Unterstellung der öffentlichen Unternehmen und sich zum Beispiel die Ausstandspflicht klärt, dann kann das sehr rasch gehen, dass der Nationalrat dann als Erstrat das Geschäft zurücknimmt und das so beschließt und die Differenzen sind ausbereinigt. Dann ist es möglich, dass das in der Märzsession bereits fertig beraten ist, in die Schlussabstimmung kommt. Es ist aber auch möglich, dass wir nicht einverstanden sein werden im Nationalrat. Dann geht das noch hin und her und dann könnte sich das auch bis in den Herbst ziehen. Und ich habe mich mal erkundigt, im Moment rechnet man mit einer Inkraftsetzung im Verlauf 2020 oder dann per 1.1.2021. Das ist wahrscheinlich ein bisschen später, als Sie sich alle erhoffen, auch als ich mir erhofft habe oder als ich vor 7 Jahren gedacht habe. Aber die eidgenössischen Mühlen in der Politik malen manchmal langsam, dafür aber hoffentlich gut. So, das ist so das weitere Vorgehen. Ich hoffe, Sie haben einen Einblick erhalten in die Debatte. Ich würde gerne noch, wenn wir ein bisschen Zeit haben, eine, zwei Fragen beantworten. Gut, ganz vielen Dank für dieses hochspannende Referat. Ich fand das wirklich faszinierend. Da ich ja alle meine Fragen schon stellen konnte, eröffne ich jetzt das Mikrofon. Wie sieht da die Fragelage aus? Ich bringe schnell das Mikrofon, damit Sie die Frage formulieren können und wir das auch schon auf Tape haben. Also wenn es Spezialistenfragen sind zum Beschaffung, dann haben wir die Spezialisten dann hier, weil ich kann einfach den politischen Prozess und unsere Beratungen einschätzen, aber ich versuche das, bitte. Ich hoffe, die passt, die Frage. Es geht mir darum, wird es weiterhin die kantonalen, zusätzlich zur IFÖB, die kantonalen Rechtsprechungen geben oder ist es die Idee, dass die
sich in der IFÖB dann in der neuen auflösen? So wie ich das verstanden habe, aber ich bin nicht zu 100% sicher, ist die Idee, dass sich das dort auflöst. Das ist nicht, es gibt keine kantonale Rechtsprechung, aber wahrscheinlich weiß das jemand besser als ich und würde mir jetzt widersprechen. Das scheint nicht der Fall zu sein, danke. Ich habe eine Frage zu den Sprachen. Wo steht man da? Also, dass man die verschiedenen Landessprachen ausschreibt mit den ganzen Unterlagen. Ja, der Nationalrat hat abweichend zum Bundesrat beschlossen, dass man in zwei Sprachen, glaube ich, ausschreiben muss. Also nicht die Unterlagen, sondern die Ausschreibung muss in zwei Landessprachen erfolgen, mindestens in der, natürlich, wo der Ort der Leistung ist. Aber ob das übernommen wird vom Ständerat, ist unsicher. Frau Nationalrätin, als Vertreterin des Kantons würde mich interessieren, in welchem Umfang das Bundesparlament dem Umstand Rechnung trägt bei den Beratungen, dass das ein Gemeinschaftswerk der Kantone und des Bundes ist und dass zur Rechtsvereinheitlichung schlussendlich auch die Kantone dem Werk des Bundesparlaments zustimmen müssen. Beeinflusst dieser Umstand Ihre Beratungen? Ja, selbstverständlich. Wir hatten Anhörungen und wir haben also das war nicht nur, dass wir das Gesetz in der Vernehmlassung war und die Rückmeldungen aus Kantonen und Gemeinden hochgewichtet waren, sondern das sind immer auch, die BEPUG ist immer Anhörungsteilnehmerin Nummer eins eigentlich, auch wenn es jetzt weitergeht in den Beratungen des Ständerates, weil das eben so wichtig ist, dass das ein gemeinsames Regelwerk dann wird, das Akzeptanz findet. Ich hoffe, es tut es, ja. Und ich nehme an, die Ständeräte werden ja auch noch als Vertreter der Kantone etwas mitreden. Vielleicht, ja. Ich hoffe es. Ja, es scheint keine Fragen mehr offen zu sein für dieses spannende Gesetz. Also das meine ich zynisch. Von dem her, ganz vielen Dank für den spannenden Einblick. Ich fand es wirklich, wie gesagt, hochinteressant, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen. Und bin wirklich sehr dankbar. Du wirst jetzt gleich wieder zurück in deine Amtspflichten gehen. Ich würde mir sehr gerne anhören, was jetzt für Referate folgen, aber ich habe Kommissionssitzungen heute und werde mich verabschieden. Geschäfte. Also gut, ganz vielen Dank nochmal an Katrin Bertschi, Nationalrätin der Grünliberalen, dass du da warst.